Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei dieser Ausgabe von Let's Play The Division dabei seid. Und heute zeige ich euch mal die neue Instanz Falcon Lost. Und ich bin nicht alleine, sondern hier trainierenderweise ist Painis, Bommel und Swaffa. Die unterstützen mich, uns, dass wir hier ein bisschen entspannt durchkommen. Und bevor es losgeht, zeige ich euch mal mein Bild. So schaut's aus. Hab schon mittlerweile 4 Set-Teile bekommen können. Also eigentlich läuft's ganz gut. Also denke ich mal, auf zumindest hart sollte es machbar sein. Ja, Jungs, hallo und los! Also nicht wundern, sie sind nicht immer so still, sie sind einfach nur kamerascheu. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Nein, das ist der Internet, das ist wieder was anderes. So, und zu Beginn geht es hier erstmal bei der Instanz ganz entspannt los. Man hat hier so ein paar Mobs, die aber recht schnell down gehen. Dann kommen jetzt die neuen Gegnergruppen, und zwar die Drohnen. Aber auch die sind kein Problem und effektiv gesehen, die Instanz wird noch langweiliger. Und ihr seht, durch dieses neue Equip, da steigen die SPS ganz schön gut. Lighthouse kommen! Lighthouse! Hier Falcon 2! Wir sitzen fest, wir verlieren Männer! Erbitten sofortige Evakuierung! Verdammt nochmal, holt uns hier raus! Man sieht's unten rechts auch schon im Gearscore, ne? Ja. Also den Gearscore, das ist auch eine Neuerung. Daran kann man schon so einen kleinen Indikator sehen, wie gut die Jungs sind, mit denen man spielt. Aber sagt eben trotzdem unterm Strich eigentlich dann doch wieder gar nichts aus, weil Talente oder sowas nicht so wirklich berücksichtigt werden. Also unterm Strich ist es dann doch wieder total wurscht und das ist wieder ein E-Penis für andere, um sich da zu vergleichen. Mein Name ist gefallen. Nein, anders. Nicht Pain, nein, egal. So, und jetzt hier drin geht es jetzt gleich rund, weil wir sollten eigentlich die JTF unterstützen, aber wir sehen jetzt gleich, hier sind sie gerade noch am Kämpfen und jetzt sind sie nicht mehr am Kämpfen. Ja. So. Und es gibt hier verschiedenste Taktiken, das Ganze zu bestreiten. Man kann hier oben rechts aufs Plateau und dann da spielen. Wow. Oder man kann auch den Tank-Aggro holen und dann bleibt einer da oben stehen und der Rest bleibt oben. Aber unterm Strich machen wir es jetzt hier die entspannteste Lösung, also gerade auf der Stufe Hard, muss man sagen, ist die am ruhigsten ist, aber dafür auch am längsten wohl dauert, weil man muss da einfach so ein bisschen mehr kommen lassen als sonst. Aber gerade jetzt werdet ihr gleich sehen, der Tank, der Panzer da hinten, das ist sozusagen der Endboss hier, der da. Und der schießt auf uns die ganze Zeit und außerdem zwischenzeitlich hat er auch noch so Sprenggeschütze, die mich gerade sehr gut erwischt hat. Das habe ich damit mal demonstriert. Ihr müsst jetzt mal runterkommen, bitte. Ender. Und normalerweise, wie gesagt, ist man damit One-Shot, aber in dem Fall ist es hier so, durch dieses Gitter wird man da deutlich sicherer geschützt. Swaffa, geh du ruhig bei den anderen drüben. Ich mache hier die Seite allein. Weil wie gesagt, hier ist jetzt eben so der Hintergrund. Die Leute kommen langsam runter. Und man nimmt die einfach mal raus. Ist die Mission eigentlich aktiv? Weil wir werden keine Wellen angezeigt, nur mal ganz kurz als Nebenfrage. Die Mission ist aktiv. Und Wellen sind auch da, ja. Na okay, steht bei mir nämlich nur Falcon verloren, mal 3. Alles klar. Ein Agent in ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe. Der Painis treibt sich da oben so ein bisschen, der ist ein bisschen aktiver am Spielen. Ja, da hinten hat sich jemand versteckt. Und man sieht, sobald man hier zu weit hochkommt, dann nimmt einen der hier gleich auf die Schippe und dann geht's gleich rund. Aber das geht alles ganz entspannt. Ansonsten, wie gesagt, warum auch immer, bei mir werden die Wellen zwar nicht angezeigt, aber es sind 15 Wellen an der Zahl und sobald die 15. Welle folgt ist, hat man es eigentlich auch schon fast geschafft. Zwischenzeitlich müssen wir noch Bomben an dem Ding anbringen und irgendwann geht er dann hops.
Sir. Dann los. Das dauert mir alles viel zu lange. Aber echt kurios, mir wird nicht mal die HP von dem Panzer angezeigt, also hier oben links. Das wird wohl verbuggt sein gerade. Ah. Das ist wäre nicht das erste Mal bei Division. Ja. Hier gibt es doch keine Bugs. Nein. Alles super. Lüge, wer das sagt. Feinde nähern sich ihrer Position. Jetzt kommen die Schrotflinten von hinten. Mit Gewehren allein können wir diesen Mannschaftswagen nicht ausschalten. Suchen Sie in der Umgebung nach Sprengstoff. So. Wo ist denn? Na, die schockert mich. Zwei Schrotflinten laufen da noch rum. Oh, ich komme gleich zu dir. Ja, mach ganz in Ruhe. Der hat weh getan. So. Man sieht Ein Auftritts-Damage-Dealer funktioniert recht gut, also der Damage kommt schon ordentlich raus. Diese Instanzen oder diese Raids sollten ja so ein bisschen das Teamspiel fördern. Das ist gerade, wir haben ja hier mit Swaffer auch einen Heiler. Und aber es muss sagen, also es ist noch weit weg von Mechaniken, die man wirklich einsetzen könnte mit, was weiß ich, zwei Leute müssen irgendwie die eine Seite clearen oder sonstiges. Man kann so viel theoretisch noch machen, aber mal schauen, was da noch in Zukunft geplant ist. Ach, ich habe eine Bombe. Er hat eine Bombe, ja, dann bring die mal an. Geh mit dir mit. Bringen Sie jetzt den Sprengsatz an, Agent. Kann man auch auf mich schießen. So, ansonsten. Jetzt hier ist es recht einfach. Einer deaktiviert. Ich mach mal. Swaffer lauf. Bommel, los. Und jetzt muss Swaffer hier an dem Panzer da hinten eine Bombe anbringen. Und wenn das gefüllt ist, dann irgendwann gehen da auch dementsprechend die HP runter. Und jetzt muss man das Geschütz nur nochmal deaktivieren. Und jetzt wird weggelaufen und am besten wieder runter. Weil jetzt geht er dementsprechend ab. Jetzt macht er hier richtig viel Schaden. Guck mal jetzt gleich, schau, jetzt schießt er überall random. Und dementsprechend geht's jetzt rund. Und da steht mir unten natürlich schön Spalier. Und hier oben steht dann auch immer mein Sniperchen, der schon weg ist. Ach, da stehen noch zwei weitere. Nee, aber nicht auf dem Balkon, den ich gerade ausgeguckt habe. Bei welcher Welle sind wir eigentlich aktuell? Bei der vierten. Ah, alles klar. Jetzt kommt die fünfte Welle. Wo ist denn hier? Oh ja, da kommen die ganzen Scharfschützen. Und man kann ja die Scharfschüsse auch von hier unten schön wegmachen. Aber mittlerweile sind sie alle down. Ja, zwei sind noch. Nee, da oben ist nichts mehr. Also du guckst, ich gucke immer auf die andere Seite. Wir teilen uns die Gegner einfach besser ein. So aus. Ja, immerhin möchte jeder was vom Kuchen. Sir, empfange Signal. Captain, wir sind an ihrer Position und einsatzbereit. Dann schiebt euren Arsch hierher. Thank you.
Spaß gehabt. So. Oh, da kommt ein gelber. Das wäre auch so ein schönes Ziel. Oh. Da hat er noch Feuerchen gelegen. Ah. Wo, wo, wo? Habt ihr schon? Also ich habe die Akku von dem Panzer auf jeden Fall ziemlich gut. Der mag dich. Ja, das ist ja ganz okay, wenn der hier zu mir mehr in meine Richtung schießt. Dass einem der Gesprächsstoff ausgeht. Jetzt kommen die Drohnen, da sind sie ja. Nein! Geschockt! Also man hat gesehen, die Drohnen, es gibt zwei unterschiedliche Arten. Einmal diese blauen und diese roten. Die blauen, die machen eben so einen Schock und die roten, die machen dann guten Damage. Aber die brauchen so eine gewisse Anlaufzeit, also normalerweise hat man eigentlich schön Zeit, die down zu bekommen. Ja, ja, ich bin schon drin. Ne? Okay. Schockgranate, aufpassen. Wir sind down. Ja, ja, komm rüber, komm rüber. Komm auch. Jetzt belebt er den Falschen wieder. Machst du's, Waffe? Ja. Also nicht, dass ich mit Bommel den Falschen finde, aber in dem Fall, das Waffe war ja noch im Leben, deswegen. So, jetzt müsste doch bald wieder meine Bombe kommen, oder? Ist da. Ja, ich warte mal eben. Holen, rein, fertig. Ich hoffe, wenn du aktivieren willst. Bin ready. Und los. 3, 2, okay, los. Geschütze sind offline. Diesmal lasse ich die Bastarde nicht gewinnen. So, und jetzt muss das gleich nochmal gedrückt werden, weil es hier jetzt wieder aktiv ist. Also, zack. Und jetzt das gleiche Spielchen wieder. Jetzt werden wir wieder runtergerannt. So, an der Mechanik ändert sich jetzt nichts mehr weiter, deswegen nicht wundern, ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen und in Welle 15 springen wir dann wieder rein und schauen uns den Loot an. Ja, jetzt sind wir also auch in Welle 15 und jetzt schaut es oben auch richtig aus, da gab es wohl einen kleinen Bug, also von dem her, jetzt sehen wir das so, wie es sein soll und ich bringe jetzt hier die letzten Gegner noch vor die Flinte und dann wird gleich noch die Bombe aufgehoben und der, auf den ich hier schieße, der hat eben wiederum die Bombe, das ist ein ganz gutes Ding. Der hat es jetzt fallen lassen und jetzt werde ich dann mal scannen und schauen, wie hier so der Weg vor mir ausschaut. Der schaut eigentlich ganz gut aus, bis auf, dass der Panzer noch schießt.
Ja, da sitzt noch ein Operator vor mir, also die linke Seite noch ein bisschen schwierig zu bespaßen. Wie schaut es denn rechts aus? Kommt man da besser durch? Nein, hier ist alles voll. Drei Operator auf einem Haufen. Eindeutig weniger. So, jetzt schaut's gut aus. Agent, Jungs, ich geh vor. Ja, ich geh klar. So, ausgeschalten ist es. Mist, was war das? Oh, das Geschütz ist noch an hier. Verdammt! Ja, ich kann es nicht ausschalten. Ich mach Ulti an jetzt. Jetzt. Ist aus. Gut, jetzt ist Bombe ist dran und jetzt müssen wir nur noch weg. Ich zieh nochmal Ulti. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch überleben. Das macht mir jetzt dann auch wieder ganz, ganz angenehm. Und dann warst du schon mit Falken verloren. Und wenn jetzt Leute sterben, ist auch nicht schlimm, in Anführungszeichen, weil die werden wieder geholt, sobald der MTW sich hier ausgetobt hat. Das war's nämlich dann auch schon und danach. Ja. Passt auf, da kommen noch Leute auf euch zu, ne? Nee, ach, jetzt ist durch. Und ihr seht hier, da grün heißt Set-Items und den Loot schauen wir uns selbstverständlich noch an. Auch Penis ist wieder zurück. Da gibt es hier Autorität des Taktikers, ist in dem Fall ein Rucksack. Ja, und dementsprechend, das war Falcon verloren, also an sich eine Instanz, die eher unspannend ist. Ich hoffe, dass da in der Zukunft ein bisschen was passiert, aber so kann man das ganz leicht auf zumindest hart abschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Karamba.